Tag 11 meiner Challenge, der 10.8. Heute ist Weltlöwentag. Stellvertretend für den Löwen habe ich hier meine Katze Melba einmal hingesetzt. Bei den Löwen ist es so, man kann sagen, der Löwe ist ein König ohne Land. Er ist eine bedrohte Tierart. Es gibt in Westafrika nur noch 500 Löwen und weltweit nur noch 20.000 Löwen. Der Löwe hat eigentlich keine natürlichen Feinde. Der Mensch ist sein Feind. Er nimmt immer mehr Land ein, sodass die Löwen immer ein kleineres Gebiet haben, um leben zu können. Und sie werden isoliert, weil die Menschen zwischen den einzelnen freien Ländern, in denen sie leben können, zum Beispiel Ackerland angebaut haben. Deshalb wird sich jetzt dafür eingesetzt, dass Korridore zwischen diesen einzelnen Arealen gemacht werden können. Dabei ist noch ein anderes Problem, dass der Nachwuchs natürlich gerne ein eigenes Territorium haben möchte und das überhaupt nicht mehr möglich ist. Ein Löwe steht für Stärke und die Stärke muss der Mensch ihnen jetzt zurückgeben. Meine Katze hat sich jetzt vom Acker schon gemacht und ich mache mich daran, jetzt eine halbe Stunde zu zeichnen. Bevor ich anfange, wollte ich noch mal sagen, wenn das in meinen Videos manchmal so ruckelt und wackelt, dann liegt es daran, dass mir öfter mal die Kamera umgefallen ist. Ich habe jetzt versucht, das anders zu machen und ich hoffe, jetzt passiert das nicht mehr so oft. Okay, ich fange jetzt an. So, ihr Lieben, nicht erschrecken.
Das Bild ist schon ein bisschen weiter, weil mein iPhone-Speicher wieder voll war. Ich weiß nicht warum, ich habe ordentlich aufgeräumt, aber anscheinend nicht genügend. Und ich mache jetzt noch ein kleines bisschen weiter und bis gleich. Okay, so, fertig. Ich bin jetzt auch schon über eine halbe Stunde und das ist halt schwer in der Kürze der Zeit das Fell so richtig hinzubekommen. Das ist unmöglich. Deshalb habe ich jetzt einmal grob straffiert und dann nochmal versucht, die Haarstruktur einzuarbeiten. Und es tut mir nochmal leid, dass das Video schon wieder gestoppt ist. Eigentlich sollte das nicht nochmal vorkommen. Ich muss dann nochmal gründlicher aufräumen. Okay, alles klar. Ihr könnt mir ja gern auch einmal in die Kommentare schreiben bei den Videos, wie euch die Bilder gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!